Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer neuen Folge in der Tagebuchreihe zum 625er Reefer. Es ist wieder ein Monat um, es ist einiges passiert, vieles passiert und was das alles ist, erfahrt ihr gleich nach dem kurzen Intro. Bis gleich! Leute, danke fürs Dranbleiben und für die Aufmerksamkeit, die ihr diesem Kanal hier schenkt. Ja, und wie ihr seht, es hat sich einiges getan. Es ist voller geworden. Warum ist es voller geworden? Blende ich euch mal kurz mit ein. Das Projektbecken ist gestern abgebaut worden. Ich habe es beendet und ja, es ist jemand hier gewesen, der die entsprechenden Materialien abgeholt hat, also sprich den Inhalt zum Teil, den ich hier nicht untergekriegt habe oder auch in Anführungszeichen hier drin nicht haben wollte. Das ist übrigens relativ gut angekommen, ist ein Namensvetter, findet ihr auf Instagram, Daniels Reef. Blende ich euch auch mal kurz mit ein, da sind die Materialien hingegangen und ja. Er war glücklich, ich war glücklich, dass ich alles auf einen Schlag weggekriegt habe und ihr seht selber, ich habe ein bisschen was getan. Blende euch mal zwei Vergleichsvideos ein, dann könnt ihr da mal sehen, was alles passiert ist. Hier vorne der. Hier vorne der Bereich, da ist was neu gekommen. Die Chalice ist hier vorne hingewandert. Die Stellata ist nach da oben gewandert. Ich habe 1, 2, 3 Plateaus eingearbeitet, um noch ein bisschen Platz zu kriegen. Ich habe da hinten die Anemone ist raus. Dafür ist jetzt nur noch hier die eine mit den schwarzen Clownies da. Ja, Muschel ist jetzt hier oben drin. In der Hoffnung, dass ich das mit dem Leopardenstrudelwurm, dass sich das erledigt hat. Folgender Hintergrund, ich habe einen gesehen und ich hatte hier auch eine, ich sag mal so, wie so eine Art Wohnhöhle drin gehabt, die von einer Montipora Sunset Reverse überwachsen war, komplett, bis auf einen kleinen Spalt, wo man Wasser rein und raus konnte. Und ich glaube, mit dieser Höhle habe ich mir das Vieh eingeschleppt. So, diese Montipora ist mir aber eingegangen, die ist weiß geworden und habe die dann rausgeholt und entsorgt. Seitdem habe ich den Wurm nicht mehr gesehen. Ich habe letzte Woche mit der Falle vom Benny, die habe ich sie aufgestellt, es ist nichts passiert und die entsprechenden Sachen, die in der Falle drin waren, sprich die Köder, hat auch nicht funktioniert. Ich habe es mit Napp Gehäuseschnecken probiert, aus dem Garten, habe ich gelesen. Dann gibt es Austern und Miesmuscheln und, und.
Habe ich ausprobiert, ist nicht rangegangen worden und ich bin froher Dinge oder hoffe, dass die Muschel überlebt. Also so wie es im Moment ausschaut, schaut es richtig gut aus. So möchte ich es auch gerne behalten. Ja, was ist noch passiert? Ja, das nächste, was ist, bezieht sich auf die beiden Ocean Motion. Hervorragende Geräte, ganz eindeutig, kann ich nicht anders sagen. Hat aber ein kleines Problem hier aufgeworfen, und zwar ein akustisches. Nicht, dass man die Geräte hören würde, nein, im Gegenteil, die sind in meinen Ohren unhörbar. Genauso wie die Pumpen. Zu den Smart Drift wird auch demnächst noch ein Review anstehen. In den nächsten Wochen muss ich gucken, ich habe noch einiges in der Pipeline im Moment. Und ja, Lautstärke der Ocean Motion, beziehungsweise Akustik des Beckens allgemein. Ich habe ja ein entsprechendes Video gehabt, das leise Meerwasser-Aquarium. Blende ich euch auch mal eben kurz mit ein. Und seitdem die Ocean Motion hier drin sind, hatte ich das Problem, dass wenn, ich sage jetzt mal, die Pumpe direkt auf den Schacht drauf drückt, weil sie halt da hinten in dem Bereich drücken muss, dass dann dementsprechend mengenmäßig mehr Wasser in den Schacht reingedrückt wird und somit dann die Einstellung, die ich gemacht habe, damit das Becken leise ist, nicht mehr funktioniert hat. So, jetzt habe ich gegrübelt und gegrübelt und bin zum Schluss gekommen, ich muss die Seiten zumachen, blende ich euch mal kurz mit ein, habe links und rechts jeweils Plexiglas vorgeklebt und jetzt zieht der Schacht nur noch von vorne. Das heißt also, wenn die Pumpen auf die Seiten von dem Schacht draufblasen, wird nicht mehr so viel Wasser in den Schacht reingezogen. Wir haben eine kleine Höhenänderung dadurch, je nachdem, wie viel Wasser ich zurückpumpe. Aber alles in allem habe ich es jetzt geschafft, zumindest bis im Moment, dass das Becken relativ leise ist. Also erträglich in meinen Ohren. Zu den Ocean Motion selber kann ich einfach nur sagen, die Dinger sind einfach mega genial. Wer diese Funktionalität dieser Geräte so haben möchte, also sprich mit einstellbarer Geschwindigkeit und einstellbarem Winkel, kommt eigentlich an diesen Geräten fast gar nicht vorbei. Es gibt auch von anderen Herstellern natürlich günstigere Geräte. Die haben einen festgelegten Kreis, die haben wahrscheinlich auch eine festgelegte Geschwindigkeit, weiß ich nicht. Kann ich nicht zu sagen, ich habe diese Geräte nur vom Bild her gesehen. Aber Fakt ist, das hier ist definitiv sein Geld wert gewesen. Und dadurch kann man natürlich auch Pumpen sparen. Also das, was die jetzt hier schaffen an Strömungen, die ich jetzt hier teilweise mal so stehen habe, kann ich eigentlich nur durch mehrere Pumpen erreichen. Und jetzt hier durch die Ocean Motion bin ich im Prinzip von 4 Pumpen auf 2 runter. Wobei wahrscheinlich, wenn ich das möchte und nicht so viel SPS drin hätte, würde wahrscheinlich auch eine Pumpe mit einer Ocean Motion vollkommen ausreichen. Ja. Und ihr seht selber, das Becken steht ziemlich gut da. Ich kann mich also nicht genug beschweren bisher. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Ja Leute, der nächste Punkt ist der KH Keeper. Jetzt hier verbaut, hier unten ist der KH Keeper Plus und die X3 Dosierpumpe. Beides aufeinander abgestimmt und mit Aktionen untereinander verbunden. Der hat mir hier einiges erleichtert. Einerseits, weil ich natürlich die Möglichkeit habe, hinzugehen und zu gucken, wie schaut es aus, beziehungsweise wie ist die Historie. Und hier ist auch eine Stelle drin, am 30. Juni, da ist mir aufgefallen, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe generell, habe ich das Wasser ja von der Messung herausgenommen und durch natürliches Meerwasser ersetzt, habe ich gedacht. Habe aber nicht auf die Mengen geachtet, weil die entsprechend vom entsprechenden Mengen stehen ja hier auch drin. Also sprich, was er dementsprechend an Wasser verbraucht hat und was er rausgepumpt hat. Hätte ich das jetzt abgeglichen und mit der entsprechenden Menge an NSW dann ausgeglichen, anschließend wieder zugeführt, wäre alles gut gewesen. So habe ich am Tag nur ein Viertel Liter reingepackt und was dann natürlich unweigerlich passiert ist, ist, dass dass das Becken langsam ausgesüßt ist. Ich habe also einen Verlust gehabt von 3 dkH, also sprich von 35 PSU runter auf 32.
Das war hier am 4. der Fall und da kann man dann dementsprechend auch im Diagramm sehen, 30. Juni, dass da dementsprechend dann auch ja, von mir nachgearbeitet wurde. Ich habe dann nachgefüllt mit Absolute Ocean und dann geht der KH natürlich ein kleines bisschen nach oben, klar, logisch, weil die Gesamtsalzmenge bzw. die Gesamtmenge der gelösten Salze natürlich sehr viel höher ist, somit haben wir einen höheren KH, ein höheres Calcium etc. pp. So, und danach ist das Gerät halt hingegangen, hat es wieder ausgeglichen, wie ihr hier seht, und läuft eigentlich seitdem wieder relativ stabil. Im Bereich zwischen einer 7,3 und einer 7,6 circa. Was jetzt hier sehr schön dran zu sehen ist, an der Linie, ich versuche hier ja relativ stabil zu bleiben, also die Linie so flach wie möglich hinzukriegen, um entsprechende Stabilität zu haben. Da gehen wir jetzt mal in die Dosierplan hier rein. Und da seht ihr im Prinzip, Moment, wir gehen mal hier in den normalen rein. Das ist jetzt hier die entsprechende Dosierung über einen Tag, beziehungsweise über die Nacht. In der Nacht senke ich ab und am Tag dementsprechend höher. Und im Vergleich, wenn ich das Ganze jetzt hier mal versuche nebeneinander zu setzen, seht ihr mit den beiden, da müssen wir ein bisschen drauf zoomen, dass die Mengen am Tag dementsprechend unterschiedlich sind, damit wir auch eine entsprechende Konstanz reinkriegen. Das ist dann ja, mit einer Dosierpumpe bei so einer Beckengröße gut zu leisten. Dürfte allerdings schwieriger werden, wenn ich einen Kalkreaktor habe. Bei einem Kalkreaktor ist es ja im Endeffekt so, der pumpt den ganzen Tag konstant immer rein. Das heißt also auch in der Nacht, da kann man natürlich auch hingehen, da gibt es Geräte mit Nachtabsenkung. Aber das ist halt nicht so genau gesteuert wie jetzt hier. Hier kann ich tatsächlich hingehen und diese Feinheiten rausarbeiten, was ich auch noch machen werde. Aber natürlich jetzt dadurch, dass ich wieder andere Korallen eingesetzt habe, neue Korallen eingesetzt habe, ein bisschen rumgefuhrwerkt habe, wird sich garantiert wieder mein KH-Verbrauch ändern. Ich muss wieder dran rumarbeiten. Aber alles in allem, es läuft ziemlich stabil hier. Und ich habe auch eben gesehen, als ich das Video zum Teil kontrolliert habe, da hinten die Wand, die sieht recht rot aus. Das sind keine Cyanos. Das ist einfach Algenbelag. Den habe ich draufgelassen, der soll da wachsen, damit die Doktoren auch noch mehr zu futtern haben. Auf dem Riff hier und da habe ich jetzt ein paar kleine Cyanos, die sich jetzt von hier unten dementsprechend nach oben aufs Riff verlagert haben, die aber sehr, sehr langsam wachsen. Also alles in allem läuft es hier ziemlich gut und ziemlich rund. So, und zu guter Letzt kommen wir noch zu der nächsten Bastelstunde. Ich habe vor, dieses Osmosebecken hier rauszuholen, weil es mir den Platz da wegnimmt, weil es mir die Übersicht wegnimmt, weil es in meinen Augen ja zwar schön verbaut ist, wenn man dann dementsprechend den Platz hat oder braucht und nichts daneben stellen kann, aber dieses Becken soll raus. Wie mache ich das jetzt? Einfachste, was ich im Endeffekt machen möchte, ist meine Osmoseanlage direkt hier ans Becken anzuschließen. Der Plan ist, den Level Keeper von Refactory zu nehmen, weil der einen 220 Volt Anschluss hat, weil ich damit eine 220 Volt oder ein 220 Volt Gerät ansteuern kann. Diesen den hier zu installieren und dann anschließend anstatt der Pumpe, die da drüber laufen soll, hier diese Magnetventile anzuschließen. Das sind übrigens 12 Volt Geräte, da muss ich ja dementsprechend noch ein Netzteil dran machen. Die werden unten an meiner Osmoseanlage installiert, zwei Stück aus Sicherheitsgründen. Wenn ein Ventil mal versagt und nicht mehr schließen sollte, habe ich immer noch das zweite. Und hier habe ich mir dann auch schon den entsprechenden Schlauch besorgt, der dann von unten, hinten aus der Ecke raus, hier hinten an der Wand vorbei, direkt ins Becken reingeht. Da wird auch noch eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung eingebaut und zwar, die habe ich unten an der Osmoseanlage ja schon vorinstalliert, das Mehrwegeventil, blende ich euch mal eben kurz mit ein. Das wird mit einem Schwimmer hier oben noch zusätzlich
baut bzw. versehen. Das heißt also, wenn der Schwimmer zu hoch kommt, macht der Schwimmer dicht. Das Ventil unten, da wird ein Druck aufgebaut und das Ventil schließt und dementsprechend kann mir hier oben das Becken nicht überlaufen oder aussüßen. Das ist der Plan. Und ja, es wird noch ein bisschen dauern, bis ich das alles komplett zusammen habe und umgesetzt habe, aber ich halte euch da definitiv auf dem Laufenden. Vielleicht in den nächsten 2-3 Wochen werde ich es vielleicht hinkriegen, vielleicht seht ihr das dann ja schon im nächsten Teil. Aber alles in allem will ich hier diesen Behälter raus haben. Somit kann ich dann auch die ganzen Kabel, die hinten drin sind, die jetzt schön dahinter versteckt sind, kann ich dann schön sauber verlegen, kommen besser an alles Material dran und die Optik wird dementsprechend besser. Ja, aber alles in allem, ihr seht, es läuft, es funktioniert. Ich kann mich nicht genug beschweren. Ich habe jetzt hier auch anderes Filtermaterial eingesetzt in dem Wirbelbettfilter. Da gibt es auch demnächst noch ein entsprechendes Video zu, ist schon abgedreht. Um nur kurz eine kleine Aussicht zu geben, nächste Woche kommt das Video zum Projektbecken, der Abschluss zum Projektbecken. Und danach die Woche habe ich ein Video für euch über Filtermedien. Das, was ich einsetze, das, womit ich Erfahrung gemacht habe. Alles mal zusammengefasst, ist ein Zweiteiler, ist was länger das Ganze. Könnt ihr euch auch drauf freuen und da bin ich auch jetzt schon am Testen hier. Weil ich die Filtermedien einmal gewechselt habe, beziehungsweise den Hersteller gewechselt habe der Filtermedien. Und ja, das ist schon mal die Programmvorschau für die nächsten zwei Wochen. Ja, alles in allem, wie gesagt, ich kann mich nicht genug beschweren. Ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen nicht mehr allzu heiß wird, aber ich habe jetzt hier oben auch nochmal Unterstützung. Der kleine JBL ist jetzt auch daneben. Wenn das dann soweit sein sollte, die sind jetzt stufenweise hintereinander geschaltet. Ab einer gewissen Temperaturschwelle schaltet sich hier oben der erste Lüfter ein und wenn es dann noch wärmer werden sollte, kommt der zweite direkt dazu. Somit habe ich dann entsprechende Kühlleistung hier. Ja, aber alles in allem läuft's und ich denke, ich habe jetzt auch für heute genug geredet. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende und einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Reimer. Ciao.